Hier ist Blitzfreak. Geht zum Spielplatz. Einer der Freedom Pals will was von uns. Wow. Was will der? Will er Frieden schließen? Geht ihr ab? Einer der Freedom Pals will sich echt mit uns treffen? In der SMS stand es, wer dringend. Aber warum sollten die Freedom Pals mit uns reden wollen? Vielleicht ist das ja auch eine Falle. Ganz ruhig, Kuhn-Freunde. Ich bin nicht zum Kämpfen hier. Stan! Toolshed! Hallo, Toolshed. Lange nicht gesehen. Toolshed ist ein visionärer Gadgetmeister. Und ein verfickter Verräter. Hört mal her. Wunderarsch hat gestern Abend geholfen, meinem Dad den Schlüssel wegzunehmen. Wunderarsch, ich weiß nicht, warum du meinen Dad gerettet hast, aber ich schuld dir was. Das wollte ich dir nur sagen. Du gehörst zwar zum falschen Franchise, aber wenn du je Hilfe brauchst, revanchiere ich mich. Oh, du denkst, Wunderarsch interessiert sich für dich? Du bist bei einem Loser-Pleitegeier-Franchise mit einem Wichser im Rollstuhl als Chef. Wenigstens ist da kein fetter Handy-Dieb. Nicht der schon wieder. Timmy! Ist es euch nicht peinlich, dass ihr nur Spuren findet, wenn ihr sie klaut? Wo ist Dr. Timmys Telefon? Sorry, Freedom Pussies, aber diese Info ist geheim. Hört auf, gegen die Handelskammer zu ermitteln. Überlasst es den professionellen Superhelden. Ja klar, ihr seid die professionellen Superhelden. Nur leider haben wir schon einen guten Draht zu Netflix, Mysterion. Nein, habt ihr nicht. Doch, haben wir. Wir sind gerade im Begriff, die Humankind-Netflix-Serie zu starten, also... Timmy, nein, lass das. Nicht. Hör auf damit, Timmy. Er will mir den Namen aus dem Hirn ficken. Sie haben keinen Draht zu Netflix. Die Freedom Pals haben mein Hirn vergewaltigt. Kauft euch diese Pädophilen. Cool and Friend. Was? Freedom Pals, antreten. Civil War 2 hat begonnen. Wirklich? Aber was? Ah ja, der Kampf um das Handy. Oh Mann, Toolshed. Ich habe mich schon gewundert, wo ist denn Stan hin? Wo ist der denn? Und jetzt sitzt er hier. Okay, warte mal. Für diesen Auftrag brauchen wir den Kuhn. Ach, so viel. Ich kann noch 5 weitere freischalten? Da gibt es noch mehr? Nee, der ist eigentlich auch gut, aber der hat so eine kleine Reichweite. Ich nehme doch den. Warte mal, ich kann doch noch schnell... Scheiße, ich habe was vergessen. Ah, doch, es geht. Dachte schon. Artefakte. Habe ich irgendwas neu? Warte mal, wir wechseln erstmal meine Fähigkeiten. Warte mal, ich habe jetzt die Assassine. Das ist cool. Ich kann da mehrere treffen. Stelle deinen Feinden das authentisch perfekte Ninja-Kunai vor, das in die 4 Hauptrichtungen geworfen wird und Schaden sowie Blut. Okay, das ist eigentlich eine gute Reichweite. Brauche ich dieses Eisding? Was ist das? Schatten. Oh, stimmt, da kann ich mich kurz unsichtbar machen. Hätte ich nicht gesehen. Doch, ich nehme das lieber. Und das. Das trifft nur einen. 240. 20. 52. Aber damit kann ich mehrere treffen eigentlich. So, und jetzt muss ich nochmal zu den Artefakten. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, ich bin ja schon bei 20. Sollen wir nochmal gucken. 0, 20. Okay. Mir jedes 20. So, warte mal. So, genau so. Minus 25. Ja, klar. 20 plus 30. 25, 25, 40. Wow. Soll ich doch lieber alles auf Ulti setzen? Gesundheit geht aber bei mir runter. Wenn ich das... Warte mal, ich muss nochmal zurück. Minus 20, minus 15% bei Gesundheit. Ich weiß nicht, Bewegung 2. Bewegung 3. Aber nichts davon ist gut. Da... Doch, ich setze alles auf die Ulti. Mal gucken, was wird. So. Okay, ich glaube, ich lasse das so. Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Juckreiz für alle! So, Reichweite? Reicht das? Nee, reicht nicht. Ich kann Timmy treffen. Frissen und weg! Ich glaube, das verstößt gegen das Kriegsrecht. Oh nein, das steckt jetzt direkt bei den Gegnern. Wo ist er hin? Er kann auch Teleport? Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ach toll. Trifft gar kein Schwein.
sie weg, Neuer! Bombe? Wieder eintreffen. Ah, einer ist wie keiner. Gut. Lass noch Blut für uns krankheitserregende Insekten übrig. Ey, so passt es. Jetzt kann ich nochmal. Aber ich mach lieber... Oh, ich kann irgendeinen treffen. Das ist gut. Das ist gut. Wen nehme ich denn am besten? Timmy. Der ist der Anführer. Das ist bestimmt am schlimmsten hier. Darauf trinke ich. Oh. Bin unsichtbar. Ja, da teleportiert er sich schon wieder. Hättest du gerne einen Schrauben? Oh. Warte mal. Hier, Sandwich Kuhn. Oh, soll ich das machen? Ah, Spaß trotzdem. Der Timmy ist zu stark, glaube ich. Dagegen kannst du nichts machen. So eine geile Scheiße will ich öfter sehen. Oh, das hat gereicht. Und. Ja. Oh. Fühlt den Zorn von Humankind! Warte mal, kann ich auch nach oben schießen? Nee, geht nicht. Der kann nur geradeaus. Hier, Fettbacke. Steht bereit, hier kommt Kite! Gib's mir! Timmy! Hat er sich jetzt? Hä? Nein! Ich wusste doch, ich muss Timmy fertig machen. Hat die unter Kontrolle? Ich, Onkel Doktor. Onkel. Mit Timothy zu kämpfen ist ein gewaltiger Fehler. Mikroaggression. Schlag ihn. Jetzt. Stoppt er den Angriff? Nee, er macht ihn noch. Ich bin gar nicht mehr unsichtbar. Sehe ich jetzt gerade. Beeindruckend wie immer, Mysterion. Timmy. Timmy. Überaus beeindruckend, Tupperdose. Kein Timmy? Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Warte mal, da kann ja alle treffen hier. Ja, das ist perfekt. Alter, nice Rüssel-Action. Du weißt nicht, wie der geschieht, aber es war definitiv der Kuhn. Oh, Mist, das steht zu weit weg. Mach mal Tupperdose jetzt. Nein. Ah, okay. Oh, Mist. Ja. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Oh, shit. Bereit machen für fieses Blinzeln. Warte mal, wer von meinen Leuten ist hier? Oh, ich könnte ihn heilen. Wohl bekommst. Danke. Los, 85. Angriffsplan, Delta Gamma Willi, Pups. Ich will nicht gegen Kinder kämpfen. Ich kann nichts machen, das ist ein doofes Spiel. Menno, lass mich alle mal kurz. Du Feigling! Du schaffst das! Versteckst dich hinter Kindern. Warte mal, ich bräuchte nur hier zu stehen und dann kann ich alle treffen. Ich geb's zu, du hast Potenzial. Perfekt. Warte mal. Ah, Mist, ich treffe nicht alle, aber... Oh doch, ich treffe alle. Ich habe mir plus 40 gegeben. Wisst ihr, was geil ist? Was ich jetzt gestern oder heute erfahren habe? Es gibt doch einen dritten Teil. Gibt einen dritten Teil und ich hab's mir bestellt sofort. Snow Day. Aber auch in 3D, aber. Gefällt mir nicht so besonders, dass es in 3D ist, aber. Ich glaube, der Humor ist derselbe. Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Hä? Wer ist denn jetzt dran? Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Ah, siehst du, guck mal, wie stark ich bin. Und tot. Oh, jetzt kommst du doch noch da rein. Ist er nicht tot? Wen infiziere ich jetzt? Ist das echt noch nicht tot? Will ich nicht machen, aber... Ja, lässt mir keine Wahl. Du dober, dicker Bescheißer. Naja, oh... Ist er immer noch eingefroren? Ach, scheiß drauf. Ja, geschafft diesmal. Von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Boah, eklig, Alter. Ah, Pech gehabt. Ich bin drin. Okay.
Hast du dich auf unsere Seite geschlagen? Warte mal, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Hier, bitte! Das habe ich gebraucht! Schaut alle her! Ich mach gleich was! Schaut alle her! Ich mach gleich was! Kaka! Oh! Schlagen wir die Pupsköpfe! Das tut mir echt leid. Aber ich war ja auch nicht derjenige, der die Kinder reingebracht hat. Wir haben ja kaum Leben. Timmy! Moskito auf Blutjagd! Timmy. Sieh kein ja, wir sind die das Besseren, genau siehst du? Sind die frei? Was? Ich muss immer noch gegen die kämpfen? Oh, es tut mir so leid. Ja, das ist mir keine Wahl. Ei, hi, diese harte Sahne. Stopp, tu's nicht. Au, wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ich hab vergessen, dass er noch da ist. Meine Laser sind wieder komplett aufgeladen. Jetzt kann's losgehen. Tschüss, Stan. Pew, pew. Kleiner Rückschlag. Ey, was ich dich mal fragen wollte. Wie kamst du denn auf den Namen? Die harte Sahne. Das würde mich interessieren. Das ist schon irgendwie kreativ. Hast du überall so? Oh ja, jetzt haben wir euch zweimal in den Arsch getreten. Ihr seid nichts ohne Wunderarsch und das wisst ihr auch. Wunderarsch, mein Angebot steht. Ich schuld dir noch was. Und wenn du meinem echten Franchise beitreten willst, ruf mich an. Ich bin so beliebt. Ja, ihr Luschen seid DC, wir sind Marvel. Ihr Arschlöcher kriegt doch nur Zack Snyder als Regisseur. Ey, der eine Film war gut. Das war echt gute PC-Polizeiarbeit. So nützt man Mikroaggressionen für sich. Komm wieder in den Brewpub. Wir reden dann über deine ethnischen Hintergründe. Du hast Potenzial. Schön, dass du in der Stadt bist. Reden wir jetzt über deinen ethnischen Hintergrund. Finden wir mal raus, was genau du bist. Siehst du, das war doch nicht schwer. Da du dich jetzt selbst einordnen kannst, kannst du besser Leute bestrafen, die andere nicht korrekt einordnen. Gut, dass ich jetzt mehr über dich weiß. Jetzt geh ein paar Ärsche aufreißen. Ach ja, aber... Ich hab ja... Achtung, Kuhn-Freunde! Wir haben alle Infos und sind für die nächste Mission bereit. Alle sofort ins Kuhn-Versteck. Kuhn-Ende! Na endlich, da bist du ja. Setz dich, Arschlord. Wir waren ja immer mehr. Mein ehemaliger Sidekick. Wir waren ja wirklich immer mehr. Okay, Leute. Classy hat Arschlord verraten, dass unsere nächste Spur zum U-Storage führt. Wir müssen dort heute Nacht einsteigen. Das ist unmöglich. Warum denn, Mosquito? Weil der Eingang vom U-Storage komplett aus Lava besteht. Der ganze scheiß Eingang ist Lava? Fuck. Es muss einen Weg vorbeigeben. Gibt es auch. Toolshed. Toolshed? Was hat der Eselficker damit zu tun? Toolshed hat doch ein Gerät zum Lava beseitigen. Das ist eine seiner Superkräfte. Hey, und Toolshed hat gesagt, er schuldet Wunderarschen Gefallen. Ach so. Dann bist du wohl schon wieder nützlich, Arschlord. Super Craig, schreib eine anonyme Mail an Toolshed. Schreib, der Neue möchte seinen Gefallen einfordern. Alle anderen gehen nach Hause ins Bett. Wir treffen uns heute Nacht an U-Storit. Alle ab ins Bett! Nachteinsatz für die Kuhn-Freunde. Geh nach Hause, Arschlord. Wenn alles nach Plan läuft, trifft sich Toolshed später mit dir. Sei vorsichtig. Er ist ein verlogener, dreckiger Dreckskerl. Ja, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Ich bin wieder zurück. Noch einmal und wir sind alle tot. Oh, sorry, wollte ich ja nicht. So dämlich eigentlich. Wir stürmen heute Nacht das Versteck von Professor Chaos. Ach doch, ja stimmt. Wunderarsch, geh heim und schleich dich raus, wenn's dunkel ist. Kann nicht versprechen, dass ich mich sehr bemühen werde. Oh, toll, danke schön. Mom, Dad? Ah, ihr hört das schon. Knackomodis? Okay, kann ich wieder was essen? Schon irgendwie traurig.
Chewbacca. Ist zu Abend. Oh, endlich. Kein Geschrei mehr. Was ist eigentlich in den Keller? Warum hast du dem Schuldirektor gesagt, welcher Rasse wir angehören? Das habe ich nicht. Das war unser Kind. Aber du hast es bestätigt, dass der Direktor angerufen hat. Jetzt kann jeden Moment alles auffliegen. Unser Kleiner ist verletzt. Kapierst du es nicht? Er fragt nach seiner Rasse und seiner sexuellen Orientierung, weil er verwirrt ist. Die Verwirrung war gewollt. Je näher unser Kind der Wahrheit kommt, desto gefährlicher wird es für uns alle, du blöde Fotze. Hey, sieh mal, wer da ist. Warst du draußen spielen, Schatz? Dein Essen steht auf dem Tisch und dann ab ins Bett. Du hast morgen Schule. Ja, du hast morgen Schule. Ja. Ja. Danke. Wehe, du pfeifst dir jetzt wieder irgendwelches Zeug rein. Was auch immer da drin ist, es macht dich komplett irre. Irre? Welche Irre verrät denn allen, wer unser Kind ist, nachdem wir endlich untergetaucht waren? Gott, was ist dein Scheißproblem? Mom, Dad, nicht streiten. Na schön, dann halt nicht. Überschallanzug. Emo-Pony? Hab ich wieder was gekriegt? Lebensmittel auch? Okay, Kostüme wechseln. Irgendwie Bock was auch was anderes. Ich weiß nicht, was nehme ich denn jetzt? Was ist das? Hä, ist das mein... Nee, das ist doch kein Gehirn, oder? Ich dachte schon. Hey Mann. Warte mal, ist das das Kostüm für das Hai? Ne, das hier. Okay, ich nehme das. Hey, hör mal, Schatz, wir haben nie drüber geredet, aber deine Mutter und ich sind sehr stolze Vietnamesen. Jetzt schlaf gut. Die Nacht legt sich über die Stadt wie ein fetter Scheißhaufen. Der Gestank von Gier, Korruption und Verbrechen füllt die Straßen und macht sie unsicher. Und nur ein Team wird mit Scheißhaufen fertig. Goon and Friends. Hashtag Scheiß auf Freedom Pals. Nimm den Goldschlüssel.